Ja, hallo und willkommen zu Craft. So, also ich werde euch heute mal zeigen die Folgen von Lava, Wasser und einem Skelett, einer Hexe, einem Wolf und noch einem Magma-Schleim, einer Lohe und von einem Enderman. Okay, also ich werde hier einfach mal Lava hinschütten. So, diesen ganzen Bereich hier voll. Wie ihr hören könnt, verteilt sich die Lava bereits. Ja, jetzt gehen wir mal raus aus der Lava hier. So, es ist nicht gerade gleichmäßig, ich weiß. Und jetzt schicken wir hier oben Wasser, ganz viel Hochwasser hin. Und die Lava wird kalt. Manche allerdings wird auch zu, wenn ihr mal genauer hinguckt, könnt ihr auch aus Lava und Wasser Obsidian herstellen. Das ist natürlich auch möglich. Es geht natürlich auch umgekehrt. Nee, das war ein Scherz. Es geht nicht umgekehrt. Wenn ihr Lava nehmt oder Wasser drauf kippt, löscht es automatisch die Lava. Aber wenn ihr Lava auf Wasser kippt, habt ihr automatisch Obsidian. Okay, ja. Also würde ich sagen, löschen wir erstmal hier wieder die Lava und machen aus dem Wasser Obsidian. Ja, das kann jetzt eigentlich dauern. Ja. Hier unten haben wir jetzt Wasser unter Lava. Wir kippen noch hier ein bisschen Wasser hin, dass es die Lava auch austrocknet. So. Jetzt auch hier noch. Oh, und dann haben wir alles Wasser. Dann werden wir daraus ein paar Blöcke Obsidian machen. Aber das tut eh nichts zur Runde. Das sprengen wir jetzt erstmal noch schnell weg mit TNT. Währenddessen können wir die Wasser- und Lava-Eimer zurückstellen. Dann benötigen wir einfach ein Feuerzeug. Und stellen hier ein paar TNT. Ja, das war gerade eine Lohe. Aber jetzt wisst ihr schon mal, wie die aussieht. Schlagen wir mal ein paar Mal drauf. Ja, die zünden auch Sachen an. Wisst ihr was? Die lassen wir jetzt einfach. Das ist doch perfekt fürs TNT. Komm, Lohe, zünde das TNT an. Ja, ihre Schwachstelle ist Wasser. Sieht man ja auch, wenn wir eine Lohe ins Wasser setzen. Weil Wasser verträgt sich nicht mit Feuer. So, jetzt zünden wir alles an. Und ich kann euch sagen, das wird der Lohe nicht gefallen. Geht das nicht mit dem Enderman hier? Ja. Wie ihr sehen könnt, ist das Obsidian weiterhin vollkommen unversehrt. Aber der Enderman wollte uns gerade etwas klauen. Das zeige ich euch jetzt nochmal deutlich. Aber wie ihr sehen könnt, wird das Wasser hier schon zu Eis. Daher wollte ich euch, denke ich mal, zeigen einen TNT-Turm-Explosion. Die machen wir etwas hoch. Etwas hoch vor allem. Die machen wir etwas höher. So. Das dürfte genügen. Setzen zum Erschrecken Enderman hinauf und der ist weg. Ja, ein Dorfbewohner. Und der wird gleich hören und sehen vergehen. So, wie ihr sehen könnt, hat den Dorfbewohner sogar über die Wolkendecke gehauen. Und der TNT-Turm sprengt sich jetzt langsam nach unten. Aber unten hat er keinen Schaden angerichtet. Aber da wir wollen, dass unten Schaden eingerichtet wird, setzen wir unten einfach ein paar Hexen hin.
Die machen zwar nicht viel Schaden, aber wenn man sie angreift, schlagen sie zurück. Mit Zaubertränken. Genau wie Endermans. Die Endermans sind eigentlich nur zu einem gut. Nämlich Blöcke wegzuräumen. Und wenn ihr ihnen in die Augen guckt, greifen sie euch an. Achtung, wenn ihr ihnen auf die Füße guckt und sie dann schlagt, stört es ihn nicht. Wenn ihr ihnen in die Augen guckt und dann schlägt.